Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns den Film Dororo an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Im Jahr 3084 findet im Fernsehen Osten des Planeten ein Krieg statt, der seit Jahrzehnten Tausende von Menschenleben gefordert hat, da das Überleben der Bevölkerung bedroht war. Kagemitsu Daigo, der Herr über diese Ländereien, beschließt, die Dämonen um Hilfe zu bitten. Er begibt sich zu einem Lagerhaus, in dem 48 Dämonenstatuen versteckt waren. Lord Daigo bittet den Mönch, ihn mit diesen Kreaturen allein zu lassen. Der Mann teilt den Geistern mit, dass sowohl sein Vater als auch seine Brüder im Krieg gegen Kanayama getötet wurden und sein gesamtes Geschlecht ausgelöscht würde, wenn nichts unternommen würde. Daigo bittet die Dämonen, ihm bei der Ausrottung seiner Feinde zu helfen und fragt sie, was sie im Gegenzug erhalten wollen. Plötzlich nähert sich eine Maus und der Mann halbiert sie mit seinem Schwert. Was er nicht erwartet hat, ist, dass das Tier zu sprechen beginnt. Die besessene Ratte sagt, dass die Dämonen als Gegenleistung für diesen Gefallen den Körper seines Sohnes wollten, der kurz vor der Geburt stand. Daigo geht auf den Handel ein und erklärt, dass als Bezahlung für die Macht, seine Feinde zu vernichten, jede dieser Kreaturen der Finsternis einen Teil des Körpers seines Erstgeborenen behalten darf. Um diesen Handel zu besiegeln, wird ein starker Blitz vom Himmel geschickt, der auf den Kopf des Kriegers fällt und ein Zeichen auf seiner Stirn hinterlässt. Der arme Mönch kommt gerade noch rechtzeitig und entdeckt, dass Daigo einen Pakt mit den Dämonen geschlossen hatte, um zu verhindern, dass diese Information nach außen dringt. Er muss den alten Mann beseitigen. 20 Jahre sind vergangen, seit sich ein geheimnisvoller junger Mann einem kleinen Dorf näherte. Dort lebte ein Waisenmädchen auf der Straße und gab sich als Junge aus, da sie als Kind allein war. Sie musste kleine Diebstähle begehen, um zu überleben. In der Zwischenzeit betritt der vermummte Junge eine der Bars auf der Suche nach seiner Beute. Während der Tanzvorführung erscheint eine maskierte Frau und er macht sich auf den Weg zur Bühne. Einige Sicherheitsleute versuchen, ihn aufzuhalten, aber dem Mann gelingt es, sie alle niederzuschlagen. Ein Schwertkämpfer beschließt, ihn zur Rede zu stellen, aber der Mann wehrt den Angriff mit seinem eigenen Arm ab. Sein Arm wird jedoch abgetrennt und an seiner Stelle erscheint eine Klinge. Der Junge versetzt dem Schwertkämpfer ein paar Hiebe und benutzt seine Klinge, um die Maske zu zerschlagen, die das wahre Gesicht der Frau verbarg. In diesem Moment wird allen klar, dass es sich um einen Dämon handelt, der sich als Mensch verkleidet hat. Dann greift das Monster, das eher wie eine riesige böse Krabbe aussieht, den Jungen an und versucht, ihn mit seinen langen Klauen zu töten. Als es der Kreatur schließlich gelingt, ihn zu treffen, regeneriert sich der Körper des jungen Mannes. Das Waisenmädchen kommt vorbei und sieht, wie mehrere Leute aus der Bar weglaufen. Neugierig geworden geht sie hinein, um herauszufinden, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat, und nutzt die Gelegenheit, um sich vor ein paar Typen zu verstecken, die sie verfolgen, weil das Mädchen ihnen das ganze Geld gestohlen hat. Dabei wird sie Zeuge des Augenblicks, in dem der Junge dem Dämon den Kopf abschlägt und die Klinge in dessen Körper steckt. Als er in einen seiner Arme aufhebt, explodiert der gesamte Körper der Kreatur. Kurz darauf taucht einer der Männer, die nach dem Mädchen gesucht haben, in der Bar auf und versucht sie zu zwingen, sein Geld zurückzugeben. In diesem Moment wird er durch den Anblick des Kriegers, der seinen linken Arm regeneriert, abgelenkt. Als er die Bar verlässt, fällt er zu Boden und etwas Bizarres passiert. Eine Prothese löst sich von seinem Bein und ein neues Glied wird dort geboren. Danach zerfällt die Prothese und wird zu Staub. Als die junge Frau und der Mann, der sie verfolgte, diese Szene sehen, erschrecken sie und versuchen wegzulaufen. Aber der geheimnisvolle Junge kommt langsam näher und fragt, wie er aussieht, nachdem er sich selbst ein Auge ausgestochen hat. Die beiden Eindringlinge schaffen es schließlich, den Ort zu verlassen und zu versuchen, sich vor der Verwirrung zu verstecken. Aber die junge Frau nutzt die Gelegenheit, ihren Verfolger zu schlagen und geht zu einem alten Mann, um mehr Informationen über den Dämonenvernichter zu erhalten. Er erzählt, dass es vor 20 Jahren einen Zauberer gab, der seine Magie vervollkommen wollte, während er am Ufer eines Bachs Heilkräuter sammelte. Er entdeckte eine hölzerne Schale, die vorbeischwamm. Als es ihm gelang, den Gegenstand aus dem Wasser zu ziehen, fand er eine Kreatur ohne Gliedmaßen, die in ein Stück Stoff eingewickelt war. Wie durch ein Wunder hatte es dieses Wesen geschafft, selbst ohne seine Gliedmaßen und die meisten seiner Organe zu überleben. Und so nahm der Mann es mit sich nach Hause und beschloss, ihm zu helfen, weiterzuleben. Er entdeckte, dass es sich in Wirklichkeit um ein menschliches Baby handelte und der Zauberer beschloss, ihm einen Körper zu geben, damit es sich fortbewegen konnte. Also reiste der Mann in ein Dorf, das durch den Krieg zerstört worden war, und sammelte einige Leichen von Kindern, die gestorben waren. Er kochte die Leichen und mischte sie mit seinen geheimnisvollen Kräutern. Auf diese Weise konnte er das Wasser herstellen, das die Quelle des Lebens für diese Kinder ist.
Dann wandte er Elektrizität an, um das erste Herz herzustellen. Danach schuf er auf dieselbe Weise auch die anderen Teile, die noch fehlten, und nähte sie alle an das Baby an. Einige Zeit später ging der alte Mann, der die Geschichte erzählt, zum Haus des Zauberers, wo er von Dämonen in Kinderkörpern empfangen wurde. Er überreicht dem Zauberer ein Schwert und sagt, dass der Junge es in Zukunft brauchen wird, weil die Waffe geschmiedet wurde, um Dämonen zu töten. Noch in derselben Nacht geht der alte Mann weg und nachdem er noch einmal Elektrizität eingesetzt hat, gelingt es dem Kind aufzustehen. Der Zauberer setzt die Klingen in die Arme des Jungen ein und verwendet Prothesen aus menschlichen Körpern, um sie zu bedecken. Als der Junge etwas älter wurde, begann der Mann ihm das Kämpfen beizubringen. Die geistigen Kräfte des Kindes konnten sein fehlendes Seh- und Hörvermögen kompensieren. Jahre später, als der junge Mann auf dem Feld war, um Heilkräuter zu ernten, wurde der Zauberer krank und starb schließlich. Bevor er jedoch starb, bat er seinen Sohn, das Haus niederzubrennen. Denn wenn seine Techniken in Daigos Hände gelangten, könnte der Fürst einen unsterblichen Körper bekommen. Und alle Menschen, denen der Magier während seines Lebens geholfen hatte, würden dem Krieg zum Opfer fallen und die ganze Welt würde zu einem Gemetzel. Nachdem er das Haus in Brand gesetzt hat, hört der junge Mann eine Stimme, die aus den Trümmern kommt. Diese Stimme erzählt ihm von den 48 Dämonen, die seine Körperteile gestohlen haben, und dass er die Dämonen, die sie gestohlen haben, mit der Klinge, die in seinem linken Arm steckt, töten muss, um seine Gliedmaßen zurückzubekommen. Zum Schluss sagt die Stimme, dass der junge Mann, wenn er sich auf die Suche nach den Dämonen macht, sie natürlich finden wird, weil die gestohlenen Teile sich gegenseitig rufen werden. Nachdem das Waisenmädchen die Geschichte des Jungen gehört hat, beschließt es, ihn auf seiner Suche nach den fehlenden Körperteilen zu begleiten. Sie fragt den jungen Mann nach seinem Namen. Er sagt jedoch, dass sie sich erst vorstellen müsse, wenn sie den Namen von jemandem wissen wolle. An diesem Punkt offenbart das Mädchen, dass sie keinen Namen hat. Und der Mann erklärt, dass er auch keinen richtigen Namen hat. Aber alle, die ihn kennen, nennen ihn Hyakumaru. Das Waisenkind sagt daraufhin, dass er sie Dororo nennen kann, weil das ein perfekter Spitzname für einen Dieb zu sein scheint. Obwohl Hyakumaru versucht hat, das Mädchen davon abzuhalten, ihm zu folgen, bleibt sie entschlossen, ihn zu verfolgen und besiegt den Jungen schließlich mit ihrer Beharrlichkeit. Während sie sich an einem Bach ausruhen, erscheint ein riesiges Dämonenbaby und Hyakumaru begleitet es zu den Trümmern eines abgebrannten Tempels. Während er mit dem Geist spielt, enthüllt der Junge, dass das Ding aus den Seelen von Dutzenden von Kindern besteht, die an diesem Ort verbrannt worden waren. Ein paar Stunden später, nachdem sie ein Nickerchen gemacht hat, wacht Dororo auf, als sie die Stimmen hört. Hyakumaru steht sofort auf und begreift, dass dieses Paar den Kindern, die in diesem Tempel getötet wurden, Opfergaben bringt. Es waren die Eltern einiger der Kinder, die verbrannt wurden. Sie haben ihre eigenen Kinder an diesem Ort zurückgelassen, als sie vor dem Krieg flohen. Und Dororo sagt, dass dieses Verhalten unverzeihlich sei. Nachdem sie die Opfergabe weggeworfen hat, macht sie sich auf den Weg durch den Wald. Hyakumaru folgt ihr und bald finden sie den Fürsten dieser Ländereien auf seinem Pferd. Er bietet sein Haus an, damit die jungen Leute sich ausruhen können und sagt, dass er gerne Geschichten über ihre Reisen hören würde. Als sie in dem Haus ankommen, finden sie die Frau des Mannes und seine 7 Töchter vor, die alle als japanische Puppen verkleidet sind. Nach dem Abendessen machen sich die beiden jungen Leute bettfertig. In der Zwischenzeit haben sich die Zwillinge organisiert, um zu entscheiden, wen von ihnen sie nach ihrer Verwandlung in eine ekelhafte Larve zuerst verschlingen würden. Sie krabbeln zur Tür des Besucherzimmers. Die Monster versammeln sich um Dororo, aber Hyakumaru wartet bereits auf sie und war bereit, sich ihnen zu stellen. Als das Mädchen aufwacht, sind die Maden bereits vernichtet und der Geist der verbrannten Kinder steht vor dem Haus und zeigt ihnen, wohin sie gehen sollen. In der Lagerhalle finden die Jugendlichen einen Geheimgang, der sie in einen unterirdischen Raum führt. Dort finden sie menschliche Knochen und erkennen bald, dass es sich um die Überreste der vermissten Kinder handelt. Hyakumaru findet Dutzende von Monstereiern, die den Raupen ähneln, die sie angegriffen hatten. Sie erforschen den Ort weiter und entdecken eine Leiter, die sie zurück an die Oberfläche bringt. Der Junge vermutet, dass die Frau des Gastgebers eine Dämonin ist, die sich als Mönch verkleidete und Kinder aufnahm, die von ihren Eltern während des Krieges verlassen wurden. Dann brachte sie die Kinder in dieses Haus und benutzte ihre Körper, um ihre Kinder zu ernähren. Als die Dämonin erfährt, was geschehen ist, bittet sie ihren Mann, die Außenseiter zu beseitigen. In diesem Moment kommt Hyakumaru in das Zimmer des Paares und versucht, den Mann dazu zu bringen, seine Dämonenfrau zu verlassen, da sie ihn letztendlich alles nehmen würde, sogar seine Seele. Währenddessen geht Dororo in das nächste Dorf und zeigt den Dorfbewohnern die wahre Identität des Mönchs, bei dem sie ihre Kinder gelassen haben. Das Mädchen enthüllt, dass diese Kinder in Wirklichkeit als Nahrung für die Kinder des Dämons dienten, der dieses Land bewohnte.
Schließlich fordert sie die Bauern auf, ihre Waffen zu nehmen und ihr zu folgen, um das böse Ungeheuer zu vernichten. Während sie versucht, den armen Mann davon zu überzeugen, dem Dämon nicht mehr zu helfen, nimmt die Frau das Schwert und durchbohrt damit die Brust des Jungen und ihres Mannes. Das war das tragische Ende des Mannes. Aber hier, Komaru war da, um ihn und alle Kinder zu rächen, die Opfer dieses Monster wurden. Ein neuer Kampf entbrennt und der Dämon enthüllt seine wahre Gestalt. Als er versucht zu fliehen, erscheint der Geist der Kinder und trennt sich, um ihn zu verfolgen. Sie bringen den Dämon zu Fall, als er versucht, durch die Lüfte zu entkommen. Und sobald er sich dem Boden nähert, benutzt Hyakumaru sein verfluchtes Schwert, um ihn in zwei Hälften zu schneiden. Als Dororo wieder einmal erscheint, um ihm zu helfen, ist die Aufgabe bereits erledigt. Die Dorfbewohner in der Nähe zerstörten alle verbliebenen Eier in Larven. Und in diesem Moment können sie sehen, wie die Geister ihrer Kinder freigesetzt werden. Am Ende des Kampfes erhält Hyakumaru seine Leber zurück und stößt das von seinem Adoptivvater implantierte Organ aus. Als dies geschieht, erkennen die Bauern, dass der Junge kein gewöhnlicher Mensch ist und beginnen, sie aus dem Dorf zu vertreiben, da ihre Mission an diesem Ort bereits zu Ende ist. Die Jugendlichen bereiten sich auf ein weiteres Abenteuer vor. Als sie durch den Wald gehen, taucht ein neues Monster auf ihrem Weg auf. Die Kreaturen wurden immer seltsamer. Diesmal mussten sie sich einem verfluchten Baum mit einem menschlichen Kopf stellen. Die Kreatur umgibt Hyakumarus Körper mit ihren riesigen Haaren und versucht ihn zu zerquetschen, aber der Junge kann sich befreien. Der Dämon versteckt sich im Inneren eines Baumstamms, aber Hyakumaru gelingt es, ihn mit seiner Klinge zu halbieren und so sein linkes Ohr wieder zu erlangen. Ein paar Tage später müssen sie sich einer riesigen Dämonenechse stellen, die keine Arme hat. Das Tier wirft sie mit seiner Zunge zu Boden und springt auf den Jungen, um ihn zu zerquetschen. Dororo gelingt es, ihn zu retten, aber die Eidechse gibt die Jagd nicht auf. Mit ihrer ekelhaften Zunge fängt sie den Jungen und schwingt ihn hin und her. Schließlich führt er ihn zu seinem Mund und versucht, ihn zu verschlingen. Aber das Mädchen sticht dem Dämon mit ihrem Messer die Augen aus und befreit ihren Freund. Hyakumaru gelingt es, dem Tier die Zunge abzuschneiden, aber es steht trotzdem auf und setzt den Kampf fort. Da die Haut des Monsters extrem dick und daher schwer zu durchdringen war, beschloss der junge Mann, in den Mund des Monsters einzudringen und ihn von innen heraus aufzuschneiden. Als der Kampf zu Ende ist, gelingt es Hyakumaru, seine Stimmbänder wieder zu erlangen und er ist überglücklich, endlich seine eigene Stimme hören zu können. Das nächste Monster ist ein Falkendämon, mit dem der Junge einen Kampf mitten im Flug austrägt. Da er im Nachteil war, kassiert er zuerst eine ordentliche Tracht Prügel. Er wird vom Rücken des Dämons geschleudert, dann versucht dieser, ihn mit einem riesigen Stein zu treffen. Schließlich stößt er ihn von einer Klippe. Aber Hyakumaru benutzt seine Klinge, um den Sturz zu stoppen, als er gerade dabei war, umzukippen. Dororo schlägt einen Stein auf den Kopf des Monsters und wird schließlich verjagt. In diesem Moment gelingt es dem Jungen, ihn zu erreichen und ihm mehrere Schläge ins Gesicht zu versetzen. Als es ihm schließlich gelingt, die Kreatur mit seinem Schwert zu zerschneiden, sagt der Dämon etwas, das den Jungen verwirrt. Er sagt, wenn er jemanden hassen wolle, dann solle es sein Vater sein. Gleich nachdem er das gesagt hat, explodiert sein Körper und lässt Hyakumaru voller Fragen und mit einem neuen rechten Arm zurück. Ein paar Kilometer weiter erreichen sie die Ruinen der alten Grenze zwischen dem Kanayama-Gebiet und dem Gebiet der Familie Daigo. Von weitem konnten sie Daigos gigantische Burg sehen. Dororo enthüllt, dass es die Soldaten dieses Mannes waren, die ihre Eltern getötet haben. Das Mädchen erinnert sich an den Tag, an dem ihr Dorf von Soldaten niedergemetzelt wurde, die ihr Volk verdächtigten, sich gegen Daigos Herrschaft verschworen zu haben. Dororo und ihre Mutter beobachteten das Geschehen, während sie sich versteckten und sahen, wie ihr Vater brutal hingerichtet wurde, wobei zwei Pfeile seinen Kopf durchbohrten. Das Mädchen und ihre Mutter waren die einzigen Überlebenden des Dorfes und mussten auf der Suche nach Nahrung umherziehen. Ihre Mutter sagte, dass sie von diesem Tag an ein starker Junge sein würde, bis zu dem Tag, an dem sie einen echten Mann wie ihren Vater treffen würde. Wenn dies geschehe, dann könne sie eine Frau werden. Ein paar Wochen später starb ihre Mutter und die junge Frau musste ihren eigenen Weg gehen. Als Rache für den Tod ihrer Eltern verspricht Dororo, dass sie jedes Mitglied dieser Familie jagen und vernichten wird. Da sein rechter Arm wiederhergestellt wurde, benutzt Hyakumaru die Trümmer des Krieges, um mit seiner Klinge ein Schwert zusammenzusetzen. Kurz darauf kommen drei von Daigos Dienern auf ihn zu, um ihn zu verhören. Dororo verhält sich feindselig und die Männer drohen, ihr den Hals durchzuschneiden. Hyakumaru tritt daraufhin gegen einen der Schädel, die auf dem Boden liegen, und tritt den Soldaten. Das Mädchen nutzt die Gelegenheit und durchbohrt die Füße eines der Männer mit ihrem Messer, während der Junge den zweiten Soldaten ruhig stellt. Als nächstes geht Dororo auf den Diener los, der versucht hat, sein Schwert zurückzuholen, und tritt ihn ein paar Mal.
Der Mann landet direkt vor dem jungen Mann und als dieser ihn angreifen will, fällt er mit einem einzigen Schlag in Ohnmacht. Dororo nimmt einem der Soldaten das Schwert ab, beschließt aber, ihm das Leben zu lassen. Das Duo macht sich auf den Weg zum Dorf und versucht, die Dorfbewohner zu infiltrieren. Doch kurz darauf gerät Hyakumaru in einen Kampf und wird von Tahomaru, Daigos Sohn, bemerkt, der ihn ins Schloss einlädt. Er lädt ihn dann ein, sich seiner Armee anzuschließen und für sein Land zu kämpfen. Dann will er ihn zu seinem Vater bringen. Aber seine Mutter läuft ihm über den Weg und er nutzt die Gelegenheit, ihr ein mögliches neues Mitglied seiner Armee vorzustellen. Die Frau nähert sich dem Jungen und fragt ihn, woher er das Stück Stoff habe, das er um den Hals trug. Als er ihre Hände berührt, hat er eine Vision von dem Tag, an dem seine Mutter ihn in einem Holzkorb am See aussetzte. Ihr Mann hatte sie gezwungen, das Kind loszuwerden, und die Frau hatte keine andere Wahl. Auf diese Weise erfährt Hyakumaru, dass er tatsächlich Daigos erstgeborener Sohn ist. Sie fängt daraufhin an, ihn Tahomaru zu nennen. Und Faint, ihr jüngster Sohn, versucht, ihr zu helfen. Hyakumaru nutzt die Gelegenheit, um aus dem Haus zu verschwinden. Später versucht die Mutter des Jungen, ihrem Mann zu erklären, dass ihr Erstgeborener zurückgekehrt ist. Aber der Mann weigert sich, ihr zu glauben und behauptet, seine Frau habe Wahnvorstellungen. Später trifft Dororo ihren Reisegefährten am Ufer eines Flusses und er erklärt ihr, dass er der Sohn von Kagemitsu Daigo ist. Die junge Frau glaubt ihn nicht, also bittet der Junge sie, seine Hand zu nehmen und zeigt ihr alles, was im Schloss passiert ist. Er bittet Dororo, ihn zu töten, da er geschworen hat, alle Mitglieder des Daigo-Clans zu vernichten. Als sie nicht reagiert, Hyakumaru geht und verspricht, dass er nie wieder vor ihr erscheinen wird, aber Dororo rennt ihm nach und sticht ihm in den Rücken. In diesem Moment erscheint plötzlich der alte Mann, der die ganze Geschichte des Jungen verfolgt hat und enthüllt den Handel, den Daigo mit den Dämonen im Austausch für den Körper seines Sohnes gemacht hat. Hyakumaru erklärt, dass er den Körper seines echten Vaters in 48 Teile zerschneiden möchte, damit er etwas Ähnliches erleiden kann, wie er gelitten hat, aber Dororo verbietet ihm, dies zu tun. Ihrer Meinung nach könnte er seinen eigenen Vater nicht töten, egal was passiert. Ein paar Stunden später tauchen zwei neue Monster auf und greifen den Jungen an. Sie sehen aus wie tollwütige Hunde, auf der Suche nach ihrer Beute. Aber Hyakumaru gelingt es bald, sie mit seiner Klinge zu vernichten, die für das Töten von Dämonen geschmiedet wurde. Auf diese Weise kehren seine beiden Augen in seinen Körper zurück und der Junge kann zum ersten Mal wieder sehen. In diesem Moment kommt Dororo zu ihm und erklärt, dass sie auf ihre Rache gegen den Daigo-Clan verzichten wird und bittet den Jungen, dasselbe zu tun. Am nächsten Morgen trommelt Tahomaru seine Männer zusammen und macht sich auf die Suche nach seinem Bruder. In der Zwischenzeit beschwert sich Daigo bei den Dämonen, dass sich sein Land immer noch im Krieg befindet, obwohl er vor 20 Jahren einen Pakt mit ihnen geschlossen hat. Eines der Monster verrät ihm, dass der Grund dafür darin liegt, dass sein Erstgeborener, den er den Dämonen übergeben hatte, noch am Leben ist. Daraufhin beschließt auch er, den Jungen zu suchen, um das zu beenden, was schon bei seiner Geburt hätte getan werden müssen. Als sie es am wenigsten erwarten, werden die beiden von den Soldaten von Tahomaru beschossen. Hyakumaru lässt den alten Mann, Dororo, von diesem Ort wegbringen, während er sich der Männer entledigt. Eine zweite Bombe wird abgeworfen, aber der junge Mann schafft es, ihr auszuweichen. Ehe er sich versieht, ist er von Soldaten und seinem Bruder umzingelt, der ihn unbedingt töten will. Sie tauschen ein paar Schläge aus, aber Hyakumaru will seinen Bruder von dieser Idee abbringen. Dies gelingt ihm jedoch nicht. Sie setzen den Kampf fort, bis sich zwei der Soldaten versehentlich gegenseitig umbringen. Die beiden Brüder geraten in einen heftigen Schwertkampf und der dritte Soldat nähert sich, um ihn zu erstechen, aber sein Schwert ist zerbrochen. Und er wird schließlich im Kampf getötet. Plötzlich kommt die Mutter des Jungen zu den Ruinen und findet ihren Jüngsten mit einer Klinge in seinem Hals. Die Klinge, die sich vom Schwert des Soldaten gelöst hatte, war versehentlich in den Hals des Jungen geraten. Nachdem sie sich vergewissert hat, dass ihr Sohn wirklich tot ist, nimmt die Frau ein Messer und bedroht Hyakumaru. Doch alles ändert sich, als Daigo auftaucht und sie beschließt, ihren Erstgeborenen vor dem Zorn ihres Mannes zu schützen. Doch der Mann zieht ohne jegliche Reue sein Schwert und tötet seine Frau. Hyakumaru wird wütend und geht auf ihn zu, um ihn zu töten. Dororo versucht, ihn aufzuhalten, aber der Junge schlägt sie, sodass das Mädchen in Ohnmacht fällt. Es kommt zum Kampf und beide sind entschlossen, ihren Gegner zu töten. Daigo ist schwer verwundet und steht kurz davor, den Kampf zu verlieren, aber er sagt, dass er es nicht bereut, den Körper seines Sohnes an die Dämonen verkauft zu haben. Der Mann unternimmt einen letzten Versuch, den Jungen auszuschalten. Aber er endet mit einem Schwert, das ihm den Hals durchschneiden will. Hyakumaru sieht Dororo an und sagt, wenn sie ihren Hass aufgeben könnte, würde er auch seinen aufgeben. Anscheinend war der Kampf zu Ende
Doch plötzlich beginnt sich Tahomarus Körper zu bewegen und ein Dämon verspricht, ihn wieder zum Leben zu erwecken, wenn Daigo ihm seinen Körper übergibt. Hyakumaru versucht, ihn davon abzuhalten, den Tausch zu akzeptieren, aber der Mann ist fest entschlossen, seinen Sohn zurückzubekommen, und so geht er auf den Handel ein. Als er dies tut, erhebt sich ein dunkler Dämon vom Himmel und verschlingt seinen Kopf. Dann erscheint ein neuer Kopf und sein Körper wird von dem Dämon kontrolliert. Wie vereinbart, erwacht Tahomaru wieder zum Leben und beobachtet, wie der Dämon droht, die ganze Stadt zu übernehmen. Als er auf Daigos Pferd steigt, durchbohrt das Ungeheuer seinen eigenen Bauch mit seinem Schwert. Für einen Augenblick gelingt es dem Fürsten, die Kontrolle über seinen Körper wiederzuerlangen, und er bittet Hyakumaru, ihn zu töten, damit der Dämon zusammen mit ihm vernichtet werden kann, was der junge Mann auch tut. Bevor er stirbt, befiehlt Daigo Tahomaru, sein Volk anzuführen und bittet Dororo, sich um Hyakumaru zu kümmern. Sekunden später trifft die Armee ein, aber Tahomaru befiehlt ihnen, sich fernzuhalten. In diesem Moment bekommt der junge Mann endlich sein Herz zurück. Im Schloss bittet Tahomaru seinen Bruder, den Thron seines Vaters zu erben, da er sich einer solchen Verantwortung nicht gewachsen fühlt. Hyakumaru sagt jedoch, dass er noch die Hälfte der gestohlenen Körperteile wiedererlangen muss und dass er sich nichts anderes widmen kann, bis er diese Mission beendet hat. Tahomaru versichert ihm daraufhin, dass er auf seinen älteren Bruder warten werde, da diese Nation rechtmäßig ihm gehöre. Schließlich übergibt er ihm das Schwert seines Vaters und Hyakumaru macht sich auf den Weg, um Dororo zu treffen. Als sie bei den Ruinen an der Grenze zwischen den beiden Städten ankommt, ist das Mädchen überrascht, ihren Partner zu finden, denn sie hatte geglaubt, der Junge würde auf dem Land ihres Vaters bleiben. Sie freut sich, dass sie nicht mehr allein sein wird und will ihn umarmen. Doch als sie sich dem jungen Mann nähert, versetzt sie ihm einen Tritt zwischen die Beine und warnt ihn, nicht unvorsichtig zu werden. Offenbar war das Mädchen trotz der langen Reise immer noch dieselbe Dororo, die Hyakumaru vor Monaten getroffen hatte. Gemeinsam setzen sie ihre Abenteuer auf der Suche nach den anderen 24 verbleibenden Teilen fort.